Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der St. Pauli-Karriere. Und ja Leute, heute wird es interessant. Wir haben ja das Spiel hier gegen Bielefeld, die sind ja Drittligist. Das ist ja das Viertelfinale im DFB-Pokal. Dann geht's weiter mit Fürth, Hertha, Paderborn, Elversberg. Da werde ich wahrscheinlich gegen Hertha und gegen Paderborn in die Höhepunkte reingehen. Fürth und Elversberg schnell simulieren. Wahrscheinlich werde ich auch Nürnberg und Düsseldorf schnell simulieren. Wir sehen im Moment, dass Bielefeld auf Platz 3 in der dritten Liga nach dem Abstieg, aber nur ein Punkt hinter Platz 1. Also das könnte interessant werden hier im Viertelfinale. Wir könnten ins Halbfinale einziehen und das wäre natürlich jetzt der Oberhammer. Ich werde ein bisschen durchtauschen. Saliakas raus für Zander, Nemeth nochmal rein für Smith. Dann Amenido nochmal rein für Grüll. Ich werde auf jeden Fall nochmal komplett durchtauschen. Wenn es schief geht, dann geht's halt schief. Ich hoffe es halt mal nicht. Aber ja, wir tauschen mal alles durch, dass hier mal auch alle Spieler spielen können. Dann auch nochmal Ritzka, Medic und Vasiel sind die einzigen, die hier drin bleiben. Und so würde ich sagen, starten wir rein hier im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bielefeld. Tien Amenido, da ist David Otto. Jetzt gegen Guilherme Ramos muss er sich durchsetzen. Nochmal hoch zu Etienne Amenido, 17. Spielminute. Der FC St. Pauli geht hier in der Schüko Arena gegen Arminia Bielefeld mit 0:1 in Führung. Hier im ganz wichtigen DFB-Pokal-Viertelfinale. Und mir ist gerade aufgefallen, wir hatten bis jetzt nur Auswärtsspiele, ne? Auswärts gegen Waldhof Mannheim, dann auswärts gegen Union, dann haben wir nochmal auswärts gegen jetzt Bielefeld gespielt. Und ein Spiel habe ich immer vergessen, das war gegen Magdeburg, genau, das war auch auswärts. Ja, aber hier führen wir erstmal. Also auswärts klappt anscheinend, können wir gerne bleiben, so auswärts. Tanovic, Afolayan läuft da durch. Der hat nicht mehr viel Tempo, macht das 2-0 und damit die Entscheidung. 77. Minute, Afolayan macht hier das 2-0 und das muss es gewesen sein. Der FC St. Pauli muss jetzt als Zweitligist hier im Halbfinale des DFB-Pokals sein. Freisel sieht da nicht gut aus, den hätte er natürlich halten können. Aber Afolayan, schöner Schuss gegen die Laufrichtung. Und damit macht er das 2:0. Das muss das Ticket sein fürs Halbfinale. Vasiliadis nochmal runter. Okugawa. Serra macht in der 89. Minute den Anschlusstreffer. Und jetzt darf es auf jeden Fall nicht mehr gefährlich werden. Das wäre natürlich gar nicht gut. Ich hoffe, wir bringen das noch irgendwie über die Zeit, dieses 2:1. Der Schiri zeigt 2 Minuten an, die sind rum, 5 ab und St. Pauli schlägt auch Bielefeld und steht damit im Halbfinale des DFB-Pokals. Wir haben 2-monatige Scouting-Updates und ich bleibe jetzt direkt dran und wir gucken dann direkt, wer der Gegner im Halbfinale des DFB-Pokals ist. Ich habe schon eine Überraschung gesehen, beziehungsweise eine Überraschung ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wir werden es gleich sehen. In Österreich war kein gutes Talent dabei. Aber auch hier in Deutschland ist kein gutes Talent dabei. Nächstes Spiel haben wir jetzt gegen Fürth. Wir gucken erstmal DFB-Pokal, wer der Gegner ist. Es ist tatsächlich der FC Schalke 04. Dabei waren noch Bayern und Leverkusen. Und entweder Leverkusen, Bayern, Pauli oder Schalke kommen hier ins DFB-Pokal-Halbfinale. Ist auch geil. Im ersten Halbfinale ist es ein Bundesliga-Duell. Im zweiten Halbfinale ist es kein Bundesliga-Duell. Ein Zweitliga-Duell. Wir sehen hier 5 Punkte Vorsprung auf Hannover, aber auch 11 Rückstand zu Hamburg. Also ich glaube, hier wird nicht mehr viel passieren. Entweder werden wir halt nicht aufsteigen direkt oder wir schaffen es halt irgendwie noch da hoch. Wir bringen nochmal Metz für Medic. Den haben wir nie spielen lassen. Den möchte ich aber in der nächsten Transferphase auf jeden Fall verkaufen. Und wir schlagen Fürth mit 1:0 Gregic trifft. Und ich glaube, weil wir jetzt so viel Vorsprung haben, starten wir auch hier rein gegen die Hertha. Ja, wenn wir das verlieren sollten, ist der Aufstieg so oder so weg und wir verlieren das leider auch. Damit ist der Aufstieg weg. Dardai und Boetius treffen bei Hertha, bei uns trifft Grüll. Nächstes Spiel gegen Paderborn, die sind 10 Punkte hinter uns. Einige Spieler möchten mal mehr Spielzeit, David Otto zum Beispiel, der nicht gut gelaunt ist. Aber ich lasse die mal alle hier spielen, die jetzt zumindest nicht so gut drauf sind. Und Afolayan war ja stark. Den packen wir nochmal rein, auch wenn Daschner hier viel besser ist. Metcalf darf nochmal spielen für Irvine. Pacarada nochmal raus für Ritzka. Und so starten wir dann rein in die Höhepunkte gegen Paderborn. Angriff vom FC Paderborn in der 15. Spielminute hier mit der Nummer 6 durch Schuster.
Wir müssen diesen Angriff unterbinden und das machen wir auch hier sehr stark. War jetzt nicht das Schwierigste, aber genau wieder die gleiche Situation oder halt das gleiche Standbild hier. In der 23. Minute wieder Angriff für Paderborn und diesmal machen sie es genauso schlecht. Ich wollte gerade sagen, die machen es genauso schlecht, aber ich habe gedacht, die kriegen den Ball noch. 31. Spielminute, jetzt kriegen wir mal einen Eckball. Ja, jetzt nicht so eine einfache Situation, aber Eckballtore kann ich eigentlich. Hier mit Etienne Ame Nido, der mehr spielen möchte. Virginius spielt auch wenig, aber Ball verloren, ja. Okay, und wir kriegen einen Elfmeter in der 42. Spielminute. Ich denke mal, das ein Tor müsste Yannick Huth sein. Hier mit Grigic können wir den reinschießen. Oder schießt er den am Tor vorbei? Und der Keeper hat ihn nicht, hätte in der Mitte bleiben sollen, aber kriegen wir noch die Chance? Wahrscheinlich eher nicht, weil letztens ausgeht und das wäre die Chance gewesen, ne? Dass wir hier in Führung gehen, aber wir haben es leider nicht ausgenutzt. Angriff jetzt wieder vom SC Paderborn. Da müssen wir wieder unterbinden, das machen wir sehr stark. Dann kriegen wir nochmal eine Aktion, ja, Gelegenheit zur Flanke für FC St. Pauli in der 60. Spielminute. Da unten müsste wieder Grigic sein, also ich kriege hier irgendwie nur Grigic an den Ball. Aber auch geil, dass wir irgendeine Chance haben, hier einen Ball zu holen. Jetzt unterbricht die Situation da gar nicht, doch jetzt. Und wir kriegen nochmal einen Angriff und diesmal sieht es viel besser aus. Da unten ist ein Spieler von uns, Otto, den passe ich. Das ist Marco Grüll, aber der bolzt halt den Torhüter an. Und so schießt du keine Tore, wenn du den Torhüter anbolzt. Und da ist nochmal Afolayan, der kriegt es aber leider auch nicht in 70. Spielminute. Wieder Angriff für uns. Hier wieder im Mittelfeld. Komm, jetzt mal irgendwie die Chance nutzen. Afolayan. Otto muss irgendwo durchlaufen. Da ist Otto und Otto weiß, wie man Tore schießt. Und Otto macht in der 70. Spielminute den 1-0 Führungstreffer für uns. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir zumindest Platz 3 holen. Weil ich denke, Platz 1 und 2, wie gesagt, sage ich in jedem Spiel, geht an Hertha und an Hamburg. Wir müssen halt irgendwie schauen auf Platz 3 und halt dann einen einfachen Gegner, der dann vom Absteiger kommt da oben aus der Bundesliga, dass wir irgendwie schaffen. Historisch gesehen können wir es nicht schaffen, weil es Zweitligisten irgendwie nie schaffen. Aber in FIFA ist alles anders da. Vielleicht können wir den Fluch brechen. Afolayan hat hier wunderschön den Ball und der Sheriff wirft ab. Wir schlagen Paderborn mit 1-0. Nächstes Spiel gegen Elversberg. Wir sind nur 4 Punkte vor Hannover. Also wir dürfen jetzt hier gegen solche Teams keine Punkte liegen lassen. Otto darf spielen, genauso wie Amenido. Und auch Virginias, die da vorne im Sturm, die haben nicht so eine gute Bissigkeit. Starten wir rein gegen Elversberg. Die sind für eine Überraschung gut, aber nicht gegen uns. Schnellbacher trifft bei Elversberg. Bei uns Grigic, Medic und Daschner trifft doppelt. Zweimonatige Scouting-Updates. Jetzt komm, bitte mal, gib mir irgendein gutes Talent. Aber auch wenn es so gute Scouts sind, ich kriege hier keine guten Talente. Gut, der eine da in der Jugendschule oder in der Fußballschule, der über 2 Millionen Marktwert hat, Ole Lang, der ist halt richtig gut in der Schule. Jonathan Meyer, 1 Million Marktwert, den nehmen wir mit. Nächstes Spiel jetzt gegen Nürnberg. Die sind 10 Punkte hinter uns, Hannover 3 Punkte hinter uns, aber ein Spiel mehr. Heißt, wenn wir hier gewinnen, sind wir 6 Punkte vorne und die 6 Punkte sind wir vorne. Thailand Duman trifft bei Nürnberg, bei uns trifft Grülo Matanovic. Düsseldorf heißt der nächste Gegner, wir sind wieder 3 Punkte nur vor Hannover, weil die eben schon gespielt haben. Auch jetzt werde ich wieder David Otto einsetzen, der schon die 71 hat. Und sich auch verbessert hat, Amenido, die sind jetzt wieder von der Bissigkeit ein bisschen besser. Und auch Virginias packen wir mal rein. So starten wir dann auch hier rein in das Spiel gegen Düsseldorf mit Kastenmeier und Co. Und wir schlagen sie, weil Virginius trifft, den wir reingebracht haben. Und damit holen wir den nächsten Sieg. Hamburg heißt der nächste Gegner, wir sind immer noch 11 Punkte hinten. Gewinnen wir, dann sind es schon wieder 8, dann ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Aber dass wir gegen Hamburg gewinnen, ist unwahrscheinlich. Und genau das passiert auch nicht. Laszlo Benes und Dompe treffen. Nächstes Spiel gegen Magdeburg und wir sind hinter Hannover. Aber die haben wieder ein Spiel mehr und jetzt Leute, nicht nachlassen. Ne? Virginias packen wir nochmal rein. Der ist sogar jetzt besser als Eggestein. Amenido, ja, Grüll ist halt einfach stark. Auch Zander und Nemeth packen wir nochmal rein. So starten wir dann auch hier rein in das Spiel gegen Magdeburg. Kommt Leute, keine Punkte liegen lassen. 2-0 Sieg. Amenido, den wir eingewechselt haben. Doppelpack. Zwei Jugend-Scouting-Berichte, das heißt, die sind nachdem fertig, die können wir nochmal wegschicken, ne? Auch wenn wir vielleicht nicht mehr so Talente finden, die jetzt für die Startelf relevant sind. In Deutschland, der ist halt 17, den nehme ich dann lieber nicht mit. Oh, da, Paul Groß, ja, gutes Talent, aber ansonsten wieder nichts Gutes dabei, das ist Wahnsinn.
Wiesbaden heißt der nächste Gegner. Wir sind 3 Punkte vor Hannover. Und wir können jetzt auf Hertha rankommen, auf 5 Punkte. Aber ich gucke immer nach oben und dann verlieren wir. Komm, einfach reingehen und gucken, was passieren wird. 3:1 Sieg. Conway trifft bei Wiesbaden. Virginis hat es jetzt geschafft, in die Startelf zu kommen für Eggestein. Grill trifft einmal bei uns und Daschner doppelt. Letztes Spiel in dieser Folge gegen Braunschweig, weil danach kommt das Spiel gegen Schalke im Pokal. Pacarada ist gesperrt, da müsste dann Ritzka reinkommen und wir spielen nur 1:1. Winsheimer trifft bei Braunschweig, bei uns trifft Krikic und Zander ist reingekommen. Endlich haben wir ihn verkauft. Maurides geht für 1,15 zu Stoke City in der nächsten Saison. Schalke heißt jetzt hier DFB-Pokal. Leverkusen gegen Bayern hatten noch nicht gespielt. Ja, wir sehen dann in der nächsten Folge, oder wir können es erst in der nächsten Folge schauen. Hier sehen wir die Spielerstatistik, da können wir schon mal schauen. Wie es in der zweiten Bundesliga aussieht, Alter, die Top 4. Glatzen, Liedernächer, Dompe, Boetius, 2 Hertha, 2 Hamburger. Von uns ist der erste dann hier auf Platz 11, Grüll mit nur 11. Ja, bei uns schießen halt immer viele die Tore, nicht nur einer. Das machen die halt schon gut bei uns. Ja, und da würde ich sagen, Leute, war es das für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr immer keine Videos mehr verpasst. Und das sind wir, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.